So, Servus Gude und herzlich willkommen zum einzigen EA Sports FIFA 18 Tutorial mit dem KKK. Mein Name ist Bono. Und nachdem wir uns in der letzten Woche schon mal mit den grundlegenden Ideen, also Spielideen der AS Roma befasst haben, also des Top-Teams von Eusebio Di Francesco, möchte ich heute jetzt mal auf das eingehen, was für euch auch diesen Übertrag ermöglicht in andere Teams, wenn ihr eben zum Beispiel die Spielidee der AS Roma mit eurem Lieblingsteam nachspielen wollt oder auch in Ultimate Team umsetzen, und zwar geht es jetzt um die Anweisungen und die tatsächliche Spieltaktik. Ja, das werden wir mal relativ kurz machen, denn alles andere haben wir ja bereits geklärt. Wir befinden uns hier im 4-3-3 halten und haben auf den Außenbahnen eben insbesondere Spieler jetzt hier auf der linken Außenbahn jemanden, der einen starken rechten Fuß hat, und vice versa eben auf der rechten Seite genauso, wo man dann jemanden halt hat mit einem starken linken Fuß, sodass man da in der Lage ist, auch reinzuziehen. Und das ist genau das, was wir auch versuchen wollen in den Anweisungen zu machen, indem wir sagen den Außenspielern, sie sollen bitte in die Mitte ziehen und sie können außerdem die Abwehr überlaufen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie schnell sind sie. Und es hängt auch ein bisschen davon ab, was hat zum Beispiel der Gegner auch grundsätzlich für eine Formation und spielt auch gerade in der Defensive. Mit welcher Idee, also ist das zum Beispiel eine Viererkette, ist das eine Dreierkette, ist das eine Fünferkette, das jetzt hier mit der Abwehr überlaufen funktioniert vor allen Dingen eben gegen Viererketten vergleichsweise gut, weil sich dann der Außenstürmer genau den Zwischenraum zwischen Außenverteidiger und äußerem Innenverteidiger sucht und genau da reinsprintet. Das ist dann ja letztendlich auf der anderen Seite mit den Anweisungen exakt genauso. Vorne drin haben wir Edin Dzeko, der ist in erster Linie eben ein Zielspieler, einer, der vor allen Dingen im 16er zum Tragen kommt und nicht unbedingt noch jemand ist, der sich weit ins Mittelfeld reinfallen lässt, denn wenn wir uns da erinnern an das, was wir schon in der letzten Woche gesagt haben, das Mittelfeld ist bereits mit Arbeitstieren besetzt, die eben vor allen Dingen ihre Rollen auch zwischen den jeweiligen 16ern begreifen und versuchen, für da eigentlich alles Anfällige überhaupt da zu sein, sowohl defensiv als auch offensiv. Das heißt, Edin Dzeko orientiert sich zentral, versucht aber auch direkt die Abwehrkette unter Druck zu setzen. Das ist also wieder etwas, was wir dann auch später mit ein bisschen Pressing hinterlegen. Das sehen wir dann später in den Taktiken recht gut. Was ist außerdem noch interessant? De Rossi ist eben der Sechser hier, der bleibt hinten bei Angriffen. Nainggolan, jemand, der mit hohen Arbeitsraten gesegnet ist, kriegt noch die Anweisung mit dazu, nach vorne zu orientieren. Warum genau ergibt das Sinn? Klar, er ist jemand, der tatsächlich alles kann, auch der nahezu kompletter Fußballer ist, was die Werte betrifft, der aber hier dann mit dieser Anweisung nach vorne orientieren auch so ein bisschen diesen Zehnerraum, also den Raum, den sonst ein zentral offensiver Mittelfeldspieler besetzen würde, auch ein bisschen bespielt, ja, oder noch mehr jedenfalls, als das vielleicht einer von den anderen Leuten tun würde, und trotz alledem ist er auch eben mit den defensiven Arbeitsraten immer noch gut genug, um auch wirklich defensiv noch dabei zu sein, sodass da auch keine große Lücke entsteht, sondern dass man das eher nach vorne auffüllt. Weswegen die defensive Stabilität hier immer noch die größere Priorität genießt. Auf den Außenverteidigerpositionen ist es so, dass man stets überläuft. Klar, ergibt auch Sinn, der Außenstürmer zieht eben ein bisschen weiter ins Zentrum rein und überlässt eben tatsächlich diese Außenbahn immer dem Außenverteidiger, um da offensiv hinterher zu pressen. Was sind dann als Taktiken eben ja wichtig? Irgendwie natürlich, das Aufbauspiel ist dann ein bisschen schneller und auch tendenziell ein kleines bisschen länger. Bei der Chancenerarbeitung ist es so, dass vor allen Dingen der Flankenwert ein bisschen größer ist. Warum? Das liegt daran, dass ich versuchen möchte, oder erfahrungsgemäß ist es so, dass die Außenverteidiger dann eben auch ein bisschen weiter mit nach vorne schieben und auch gucken, okay, dass sie wirklich diese Flanken mit reinbringen. Ob man letztendlich die Flanke spielt, sei ja erstmal dahingestellt, aber hier geht es um das Positionsspiel der Außenverteidiger und das möchten wir ja offensiv haben. Von daher sagen wir denen auch einfach so, okay, wir möchten gerne relativ viele Flanken spielen, das heißt, ihr müsst häufig überlaufen. Ansonsten ist das Positionsspiel aber eher freie Wahl, und wenn ihr euch das so ein bisschen näher betrachtet, Passspiel und Schussverhalten ein bisschen runtergedreht, weil wir uns doch die Schüsse letztendlich eher aussuchen wollen. Ja, im Angriffsdrittel selber, auch wenn wir eben die ersten zwei Drittel des Aufbauspiels also recht fix überbrücken wollen, im Angriffsdrittel können wir ein bisschen weiter variieren und gucken, was ergeben sich für Möglichkeiten. Da müssen wir nicht direkt den erstbesten Schuss nehmen, sondern können dann einfach gucken, was bietet sich an. Die Verteidigung Druck ist relativ hoch, oder was heißt relativ hoch, aber mit 75 immer noch ganz okay. Aggressivität geht dann eher auf Doppeln, das klappt vor allen Dingen eben aufgrund der hohen Arbeitsraten und der ja, Komplexität eigentlich der Mittelfeldspieler sehr gut. Darüber hinaus ist ja bereits auch ein Edin Dzeko vorne mit dabei und ist quasi die erste Abwehrinstanz bereits mit dabei, um eben die gegnerische Innenverteidigung unter Druck zu setzen. Das möchten wir also in diesem Kontext insbesondere ausnutzen. Verschiebewert ist ein bisschen höher, liegt daran, dass eben die Außenverteidiger häufig mit draufschieben. Wir hinten also meistens mit zwei Innenverteidigungen stehen und eben noch einem De Rossi, der
ja, die Anweisung ja gekriegt hat, auch hier in diesem Fall ja, defensiv zu verbleiben. Wenn wir also im Aufbauspiel den Ball verlieren, haben wir vor allen Dingen diese drei Defensivspieler irgendwie im Verbund noch hinten drin. Und damit die sich optimal positionieren, sagen wir, dass sie sich ein bisschen breiter verschieben sollen. Deswegen hier der Verschiebewert erfahrungsgemäß 60 eher. Die Verteidigungslinie habe ich Abschirm gemacht. Das könnt ihr wieder je nach Gusto ein bisschen variieren. Hängt eben auch von eurem Spielerpersonal ab, ob ihr das lieber machen wollt auf Abschirm oder ob ihr sagt, ihr könnt das mit einer Abseitsfalle kombinieren. Geht per se beides. In dem Sinne, probiert das auf jeden Fall für euch aus. Das ist was, das gerade auch diesem, ja, Geist des Spiels momentan von FIFA 18 sehr gut entspricht. Und dann solltet ihr damit auch erfolgreich sein. In dem Sinne, bis nächste Woche und danke, ciao. From me, we're in-